Hallo Leute, hier ist wieder Dan28 mit Danemon. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich beantworte mal wieder meine Telonyms. Und ich würde mal sagen, legen wir los. Erste Frage: Spielst du Call of Duty? Gegenfrage: Kannst du lesen? In meinem letzten Video wurde mir schon mal so gefragt, wurde mir schon mal gefragt, PUBG oder Call of Duty. Und ich habe gesagt, ich bin kein Fan von Ballerspiele. Sorry, dass ich es jetzt so sage, aber wie dumm muss man sein, um dann trotzdem nochmal zu fragen? So, nächstes Ding. Wenn ich jetzt nach diesem Video plötzlich wieder wenn irgendjemand sagt, spielst du Call of Duty, spielst du PUBG, spielst du Fortnite, spielst du Rainbow Six oder was auch immer, der wird geblockt und der Tell wird gelöscht. Sag ich halt so, weil ich habe keinen Bock, ständig dieselben Fragen zu beantworten. Das ist dasselbe wie mit den Beziehungsfragen. Mittlerweile prange ich das da nicht mehr an, weil es mir wirklich so auf den Sack geht. Ich block das wirklich nur noch und lösche das direkt. So, nächste Frage. Planst du deine Tage? Ein bisschen. Also ich bin nicht so ein spontaner Mensch, denn wenn ich spontan bin, endet mein Tag eigentlich immer so, dass ich nur zocke. Nächste Frage. Was kannst du persönlich nicht verstehen? Genau solche Fragen kann ich nicht verstehen. Ich meine, worauf willst du hinaus? Was ist der Sinn hinter dieser Frage, bitteschön? Ich verstehe es nicht. Also kann ich diese Frage allein schon nicht verstehen. Nächste Frage. Egal wo du hingehst, was trägst du immer bei dir? Meine Kappe. Warte, falsch gemacht. Meine Kappe auf dem Kopf. Ich verlasse nie das Haus ohne meine Kappe. Und ist auch das Einzige, was ich niemals irgendjemand anderen geben würde. Okay, stimmt auch nicht. Ich würd mein Handy oder so auch nicht jemand Fremdes geben. Aber ich meine, okay. Nächste Frage. Wie war es für dich, als dir das Herz gebrochen wurde, falls es mal passiert ist? Und hast du Tipps? Ja. Ist zwar eigentlich eine Beziehungsfrage, aber ich habe darauf auch tatsächlich eine Antwort gegeben, weil ich leider damit Erfahrung gemacht habe. Das Ding ist, die Beziehungsfragen habe ich ja immer blockiert, weil da kamen immer so Fragen wie, ja, hast du Tipps beim Dating, ja und so weiter halt. Und ich habe immer wieder gesagt, nee, habe ich nicht, keine Ahnung, ich habe damit keine Erfahrung. So, hiermit habe ich mal tatsächlich Erfahrung. Und zwar, ich lese jetzt übrigens nur vor, was ich da geschrieben habe, okay? Es war ein schlimmes Gefühl, als... Nee, ich habe mich schon verlesen, scheiße. Ich habe den Text selber formuliert. Scheißegal. Nee, also auf jeden Fall, wie es für mich war, als mir das Herz gebrochen wurde und was für Tipps ich habe. Also wie war es, ist ein beschissenes Gefühl. Du bist in diesem Zeitraum einfach gar nicht glücklich. Und eigentlich dir geht es an die ganze Zeit nur scheiße. Ich habe gelernt, man sagt ja zum Beispiel Herz gebrochen, weil in diesem Zustand ein tatsächliches Herz wehtut. So, und Tipps dagegen ist, naja, geh unter die Leute. Geh halt unter die Leute, lern neue Leute kennen. In Corona-Zeiten ist es leider sehr schwer. Aber ich sage dir trotzdem, versuch es trotzdem. Aber draußen Leute kennenlernen, nicht im Internet. Weil das ist immer ein Fehler im Internet. Nächste Frage. Poste ein Selfie.
Habe ich halt gemacht, habe dort ein Selfie von mir gepostet, wie ich hier auf diesem Stuhl sitze. Mal ohne Kappe, aber gekämmt. Meine Kappe würde ich jetzt nicht ausziehen, also abziehen, weil ich dann nicht gekämmt bin. Da habe ich so eine richtig beschissene Frisur. So. Also, nächste Frage. Welche Sucht würde dich bei jemandem am meisten abschrecken? Also, wenn jemand so richtig hart, nach richtig harten Drogen süchtig ist. Also, weißt du, sowas wie Crack, Heroin und so. Weil die zerstören einen innerlich und äußerlich. Ich habe übrigens damit zum Glück keine Erfahrung gemacht. Das kann man mir auch ansehen, weil sagen wir es so, du siehst nach Kokain, siehst du wie ein alter Mann aus. Also, es würde, also du alterst wirklich um einige Jahre. Das heißt, du siehst dann älter aus, als du eigentlich bist. Aber auch der Charakter wird danach zerstört. Du bist danach nervöser, aggressiver. Und deshalb würde mich das, wenn man nach solchen Drogen süchtig ist, würde mich am meisten abschrecken. Also es könnte sein, eben wenn jemand solche Drogen nimmt, dann will ich mit der Person, ehrlich gesagt, nichts mehr zu tun haben. Es ist für mich okay, wenn jemand Zigaretten raucht, wenn jemand Alkohol trinkt, egal welchen Alkohol, aber auch wenn er manch andere Dinge nimmt, das ist für mich voll okay, weil es hat keine so Folgen. Klar, okay, wenn man raucht, kann man Lungenkrebs bekommen. Oder bei Alkohol kann man, glaube ich, auch irgendwie. Nee, beim Alkohol kannst du Nierenversagen bekommen. Ja, aber trotzdem, du siehst dann danach nicht irgendwie aus wie ein alter Mann. Okay, nächste Frage. Was nervt an der Pubertät? Das weiß ich gar nicht mehr. Und das Problem ist, ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, was damals so genervt hat. Und warum? Weil ich habe keine negativen Gedanken mit meiner Erinnerung, mit meiner Jugend. Also nicht unbedingt viele so. Und vor allem halt nicht mit Pubertät. Mir ist es gar nicht aufgefallen. Das ist genauso wie Stimmbruch. Ist mir nicht aufgefallen. Nächste Frage. In welchem anderen Land wärst du gern geboren worden? USA? Wie oft noch? USA halt. Ja. Auf jeden Fall nicht in Deutschland oder in Europa. Mag ich überhaupt nicht und ich passe nicht zu dieser Gegend. Nächste Frage. Deine Meinung zu Leuten, die mega viel über andere lästern? Also, es ist zwar normal, dass man über jemanden lästern tut, auch wenn ich sagen muss, als Betroffener, also die Person, über die man lästert, fühlt sich dann natürlich scheiße, wenn jemand über sie lästert. Ich meine, ich kenne es selber. Wenn man zum Beispiel über mich lästert, dann bin ich halt, dann raste ich aus. Aber da werde ich so richtig wütend. Aber jeder lästert über jemanden. Ich denke, es liegt natürlich daran, also meistens, weil Person hat irgendwas Schlechtes gemacht. Und dann möchte man halt immer über jemanden reden. Aber das ist halt leider natürlich schon gleich lästern. So, okay, nächste Frage. Deine Meinung zu den heutigen Schönheitsstandard? Also die heutigen Schönheitsstandard, ich finde es komplett scheiße. Weil das ist so, dass eigentlich ist es wirklich nur noch eigentlich reine Oberflächlichkeit dieser Gesellschaft. Und wenn du nicht so aussiehst, wie es dieses Standards entspricht, dann hast du ein richtig beschissenes Leben. Zum Beispiel, ich entspreche diesen Schönheitsstandards nicht, weil ich übergewichtig bin und ja, entspreche ich nicht unbedingt diesen Schönheitsstandards. Und natürlich habe ich dadurch gesellschaftlich ein richtig beschissenes Leben. Ich denke zum Beispiel, ich wäre wahrscheinlich gesellschaftlich deutlich besser dran. Naja, aber okay. Nächste Frage. Was machst du jeden Tag?
Na, was denn wohl? Atmen natürlich. Ich meine, muss ich ja. Ich kann nicht aufhören zu atmen, sonst würde ich sterben. Und letzte Frage. Über welches Thema könntest du wirklich stundenlang reden? Also muss ich sagen, kommt immer auf die Person drauf an, weil man kann nicht mit jeder Person über dasselbe reden. Nein. Also das ist schon mal so. Ja, am meisten kann ich stundenlang reden über, keine Ahnung. Da muss ich nachdenken, ich denke. Ein paar Videospiele, also genau, Videospiele, Fernsehserien und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Das war's wieder mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Falls euch dieses Video gefallen haben sollte, dann lasst ein Like da. Und wenn euch meine anderen Videos hier von dann abonniert diesen Kanal und drückt auf die Glocke, um kein neues Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.